So, da ist sie. Jetzt hat sie es nicht mehr ausgehalten. Ich wollte gerade ihre Hinterlassenschaften einsammeln. Und dann dachte ich erst, das ist von Donna, aber das ist wohl ein Pilz. Drei habe ich dir hingeworfen gehabt. Hast du alle drei gefunden? Noch einer? Das nehme ich hier vorne auf. Und wo waren hier auch Pilze? Denk doch, dass das Pilze sind. Keine Ahnung, was für welche. Als Kind sind wir mit meiner Mama in die Pilze. Aber die haben wir da nicht gesucht. Steinpilze und Parasolpilze und Champignons. Ja, und dann hat man noch so ein paar irgendwelche, die so Schwämmchen unten hatten, so Ziegenlippe oder sowas, wie die hießen. Aber die haben wir dann vorher noch. Jetzt ist gut, setz dich hin, wir gehen hier in den Schatten. Die haben wir dann vorher noch jemand gebracht, einem alten Mann, der sich auskannte. Und der hat dann immer unseren ganzen Korb durchsucht und hat gesagt, die Pilze sind essbar und die Pilze sind nicht essbar oder sie nicht gut verträglich oder die muss man besonders irgendwie machen. Ja, also offensichtlich hatte er recht, weil wir haben alle überlebt. Trotzdem würde ich mir nicht zutrauen. Ist mir nur vorher aufgefallen, ich erst gedacht habe, was tun die Donna für komische Formen kacken, bis ich dann gemerkt habe, Donna ist unschuldig, das ist ein Pilz. Auch wenn die Farbe stimmt. So. Jetzt ist 7:15. Hat immer noch, da sind die Vögel wieder unterwegs. Alfred Hitchcock, die Vögel. Der Himmel ist ja schon toll blau. Ja, genau, was wollte ich jetzt sagen? Hab ich vergessen. Egal, war wohl nicht so wichtig. Gut, ach ja, ich wollte sagen, wie viel Temperatur wir hier haben. Also vorher war noch 30, jetzt ist glaube ich 29, ist also immer noch warm. Aber die Donna hat jetzt angefangen, Blähungen abzusondern in der Wohnung. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt doch lieber nach draußen, bevor ein Malheur passiert oder hier die Donna platzt. Wollen wir ja nicht. Hallo? Und jetzt sind wir hier im Schatten von unserer schönen Glocke. Ach ja, da hat ja das letzte Mal jemand gefragt. Kann ich euch jetzt mal zeigen? Na, bleib ruhig liegen. Ich geh nicht weg. Das ist also hier das Zeichen Mutter mit Kind 1922. Also das ist diese Stahlersatzglocke für die Bronzeglocken, die eingeschmolzen wurden für Kriegszwecke im Ersten Weltkrieg. Und das steht hier also auch. Du musst hier wieder deine Nase haben. Okay. Muss ja überall dabei sein. Regina Pazis Glocke 1922 in Apolda, Thüringen, Gießerei Schilling, in Stahl gegossen, Durchmesser 1,76 Meter, Gewicht 2356 Kilo, Seriennummer bla bla. Auf der Schulter die lateinische
Aufschrift heißt übersetzt: Heilige Maria, Friedenskönigin, bitte für uns. Bei Christus. Größte Glocke des Geläuts 1922 bis 1999 in der Tonfolge DFGA. Seit Heiligabend 99 erklingen wieder 4 Bronzeglocken vom Turm. Genau, jetzt kann man nochmal nach dieser Schrift suchen. Also hier ist Maria mit Kind. Das sind diese Eichenblätter oben. Ah ja, da haben wir es. Also Santa Maria, Regina Pacis pro nobis, Christum ex ora. So, als letzte Mal da Fragen zu der Glocke kamen, dann haben wir das hier jetzt auch erledigt. Ist für die Kinder immer schön. Die klettern da immer drauf rum. Ich habe immer Angst, dass sie runterfallen. Aber für die ist das immer ein schöner Zeitvertreib. Und machen sie immer Wettkämpfe, wer als schnellster oben ist und wer sich am längsten oben halten kann. Hier ist die Abendsonne noch. Und neben mir schnauft hier meine Donna, die uns jetzt die ganze Runde begleitet hat um die Glocke. Komm, Donna, gehst wieder ein bisschen in den Schatten. Komm, komm her. Geh mal in den Schatten. Wir können uns ja hier in den Schatten der Glocke setzen. Jawohl. So, ja, dann grüßen wir euch vom Glockenplatz. Noch ein bisschen ausruhen. Noch hier unseren Dohlen zugucken, wie die hier Spektakel veranstalten. Gott, Donna. Ja. Und dann gehen wir nachher wieder rein. Einen schönen Abend euch. Da nochmal Dohle. Lärm ausfliegen. Tja, unser idyllisches, lauschiges Plätzchen und irgendwie dann doch noch ein Geheimtipp, weil hier relativ wenig los ist. Obwohl wir sowohl am Jakobusweg wie auch am Martinusweg liegen. Also es sind 2 Pilgerwege, die hier vorbeikommen. Gibt auch Pilgerstempel in der Kirche, aber ja, viele scheuen sich den Berg hoch zu gehen. Mir sind schon manche Pilger begegnet, die dann unten vorbeigegangen sind, die gesagt haben, oh, den Berg, den tun sie sich jetzt nicht an, sie gehen lieber in die nächste Ortschaft. Ja, dann verpassen sie halt hier eine wunderschöne Barockkirche und den Pilgerstempel. Aber da kann man nichts machen. Jeder wie er will. Also in dem Sinne nochmal die Donna. Ihr habt gesehen, dass ich nochmal in meine Tasche gelangt habe. Schönen Abend euch.